Ja, um Sanktionen zu fordern. Von Sanktionen, auch sofortige Sanktionen gegen bestimmte Regimemitglieder. Und wir werden heute einen Brief an Herrn Steinmeier überreichen. Sehr geehrter Herr Bundesaußenminister, in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, ist ein Straßenkrieg ausgebrochen, der vielen Menschen das Leben gekostet und noch ungleich vielen mehr Wunden an Leib und Seele zugeführt hat. Uns, Bürger Deutschlands und der Ukraine, macht diese Lage hilflos, wütend und ratlos. Hilflos, weil wir gerade nicht vor Ort sein und selbst nichts unternehmen können, um die Lage zu lindern. Wütend, weil diese Regierung unter dem Gesetz zu stehen scheint, die die Menschen unwürdig behandelt, sie belügt, wenn sie nach Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verlangen, wenn diese Lügen nicht mehr zu halten sind, auf sie einprügelt und schießen lässt. Ratlos, weil wir uns in Sicherheit gewogen haben, dass die EU und die Bundesrepublik Deutschland, die sich zur Sicherung von Menschenwürde und Menschenrechten überall auf der Welt bekennen, etwa dagegen unternehmen würden, wenn eben diese Würde und eben diese Rechte bei unseren Nachbarn mit Füßen getreten und mit hämischer Miene als leere Floskeln vorgeführt werden. Daher fordern wir gegen diesen kriminellen Regierungsapparat und dessen Unterstützung aus der Wirtschaft endlich spürbare Sanktionen einzuleiten, die ihre Handlungsfähigkeit gegen das eigene Volk massiv einschränken. Es sind furchtbare Verbrechen begangen worden gegen die Bürgerrechte in der Ukraine, gegen engagierte, wunderbare Menschenrechtlerinnen aller Altersstufen und aller sozialen Milieus. Sie sind verschwunden gemacht worden, wie einst unter den Militärdiktaturen Lateinamerikas. Sie sind gefoltert worden, wie früher im Gulag, wie früher in Bautzen in der DDR oder wie in den Militärdiktaturen Afrikas oder Lateinamerikas. Es ist eine Schande für Europa, für die UNO, für alle, die sich für Menschenrechte seit Jahren einsetzen. Wenn wir zu schwach sind oder wenn wir zu feige sind, oder wenn wir zu bequem sind, oder wenn wir nicht klug genug sind und nicht einig genug sind und nicht solidarisch genug sind, um die Menschenrechtlerinnen und Bürgerrechtler in der Ukraine und die breite demokratische Opposition, die für einen Rechtsstaat kämpft, zu unterstützen. Eine Minute lang zu klopfen als Zeichen der Solidarisierung für die Leute, die gerade seit zwei Tagen unter Schüssen stehen. Ja.